Ein Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung, so heißt es nämlich, zu machen, den sogenannten Mietendeckel. Und in diesem Mietendeckel sind nun folgende Dinge geregelt. Es hat im Wesentlichen drei Elemente. Erstens, 5 Jahre Mieterhöhungsverbot mit dem Stichtag 18. Juni 2019. Es wird ab 2022 die Möglichkeit geben, einen Inflationsausgleich von maximal 1,3% zu nehmen, allerdings nur bis zu Mieten, die bis zur Mietobergrenze gehen. Die Mietobergrenze ist das zweite Element dieses Gesetzes. Hier werden für alle Baualtersgruppen, für jegliche Wohnungen, werden Mietobergrenzen definiert. Diese Mietobergrenzen müssen eingehalten werden bei Mietwiedervermietung, wenn die Vormiete höher war. Ansonsten gilt bei Wiedervermietung die Vormiete. Und die Mietobergrenzen bilden auch die Berechnungsgrundlage für Mietabsenkungen. Das ist dann das dritte Element dieses Gesetzes. Mietabsenkungen sollen 9 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes möglich sein. Und zwar dann, wenn die Bestandsmiete 120% oder mehr über der 20% oder mehr über der Mietobergrenze liegt. Die Mietobergrenze ist definiert worden anhand des Mietspiegels 2013. Der ist fortgeschrieben worden mit der Lohn- und Preisentwicklung bis 2019 und liegt für normal ausgestattete Wohnungen zwischen knapp 6 Euro und 9,80 Euro. Das ist die Neubauwohnung, die ab 2002 errichtet worden ist. Das Gesetz sieht selbstverständlich Härtefallregelungen vor für solche Vermieterinnen und Vermieter, die besonders niedrige Mieten haben und die mit den Regelungen, Mieten nicht mehr erhöhen zu können, in wirtschaftliche Schwierigkeiten kämen. Und es sieht auch vor, Mietzuschüsse für Mieterinnen und Mieter, für die eine solche Mieterhöhung dann wiederum eine soziale Härte wäre. Also dort haben wir die Regelung aus dem sozialen Wohnungsbau übernommen, dass Menschen, die eine Berechtigung haben für einen Wohnberechtigungsschein, dass denen dann die Differenz zwischen der Mietobergrenze und der gegebenenfalls höheren genehmigten Miete erstattet wird. Das Gesetz ist befristet auf 5 Jahre. Es ist immer so gedacht gewesen, dass es einerseits den Mieterinnen und Mietern eine Atempause verschaffen soll in diesem ständigen Aufwärtsspirale und dass wir die Zeit natürlich auch nutzen, um zusätzlich Wohnraum zu schaffen, insbesondere in dem Bereich des leistbaren, bezahlbaren Wohnraums, um den Wohnraummangel, den ja niemand bestreitet, tatsächlich auch nachhaltig zu senken. Was wir erreichen wollen mit diesem Gesetz ist, dass der Wohnraummangel nicht mehr auf dem Rücken der Mieterinnen und Mieter durch übermäßige Mieterhöhungen ausgenutzt wird. Es gibt Ausnahmen von dem Gesetz. Das ist zum einen Neubau, der ab 2014 errichtet wird und alles, was jetzt natürlich noch kommt, das ist nicht erfasst von diesem Gesetz. Öffentlich geförderter Wohnraum ist nicht erfasst, weil da gibt es ja spezielle Regelungen zur Miethöhe. Aktuell beträgt die Einstiegsmiete für den sozialen Wohnungsbau 6,50 Euro. Und auch Wohnheime und sogenannte Trägerwohnungen, also wenn eine Sozialunternehmen Wohnungen anmietet für betreutes Wohnen von Senioren oder von Jugendlichen, die in der Jugendhilfe sind, dann sind das Trägerwohnungen. Die sind auch nicht erfasst, weil die werden anders finanziert. Die kriegen Tagessätze und Erstattungen vom Bezirksamt und deshalb wird das da nicht gefördert.